Ja, wir haben hier 1 und ich nenne einen Doppelbruch i plus 1 und dann habe ich i plus 1 oder 1 plus i, die habe ich da vertauscht beim Abschrauben. Das ist dann aber egal. So, dann kann ich das Ding umformen und zwar erweitere ich mit 1 plus i. Dann steht hier 1 plus i. Und jetzt muss ich die i mit 1 plus i erweitern, dann steht hier i plus i Quadrat. Und aus der 1 hinten wird eine 1. So, weiter gucken. 1 plus i bleibt bestehen. Dann i Quadrat plus 1 ist minus 1 plus 1 hebt sich weg. Wir haben unten also nur noch ein i. Dann müssen wir nochmal konjugiert mit i erweitern. Und dann habe ich unten eine minus 1 stehen. Und oben steht i plus i Quadrat. So, und dann kann ich sagen, das ist eine minus 1 plus i dividiert durch minus 1 und 1 minus i ist das fertige Endergebnis. Wenn man das v nochmal sehen will, kann ich da auch noch eine 1 vorsetzen, damit man sieht, der eine ist 1 und der andere minus 1. So, also nochmal zum Nachdenken. Mit Erzähler und Nenner werden mit 1 plus i mal genommen. Aus dem i mache ich also ein i plus i Quadrat. I Quadrat hebt sich mit der 1 weg. Ein i bleibt im Nenner über. Dann wird das Ding mit i erweitert. I Quadrat im Nenner gibt minus 1. Oben habe ich ein i und ein i Quadrat. I Quadrat wird wieder minus 1. Und die Vorzeichen muss ich nochmal rumdrehen wegen dem Nenner. Und dann ist das Ding fertig.